Zu schnell hier, ich hab doch noch gar nicht ausgewählt. Naja, gut. Ein neues Kartteil in Mario Kart 8. Ein Hyperbike. Okay, ich glaube, das werde ich mal nehmen. Ja, ob das ein Fehler ist, wir werden es sehen. Die Retro-Dinger werde ich nicht mehr nehmen, aber ich werde wieder mal das hier nehmen. Und Mario wird heute der Fahrer sein im Spezialcup. Und ehrlich gesagt, habe ich keine so gute Ahnung, ob das so eine gute Idee ist. Na gut, wir gucken uns das mal an. Der Spezialcup, der stellt ja immer die wirklich krassesten Rennstrecken da. Und ich bin mal gespannt, wie das hier in Mario Kart 8 so aussieht. Ich glaube, von denen habe ich bisher noch gar keine gespielt. Auf jeden Fall beginnen wir mit der Wolkenstraße, die sich ja, glaube ich, an die GBA-Strecken... da gab es ja auch solche Wolkenpisten, ob die sich da auch, glaube ich, dran lehnt. Auf jeden Fall sieht das schon mal richtig geil aus. Ich bin gespannt, was dieses Bike so kann. Oder ob das jetzt richtig schlecht ist. Werde ich ja sehen. Ja, bisher sehe ich keinen Unterschied zu dem, was wir bisher hatten. Oha, ich merke es aber. Das Driften oder das Handling, besser gesagt, ist wahrscheinlich etwas schlechter. Okay, ja, das wird dann natürlich wahrscheinlich eine riesige Herausforderung. Bei Strecken, die ich überhaupt nicht kenne. Oh Gott, das wird eine Herausforderung werden. Ich glaube, ich hätte es lassen sollen, ne? Glaube ich mal. Aber das finde ich auf jeden Fall mal geil, dass wir jetzt auch auf so ein Schiff gehen. Oh, und dann gegen jegliche Wand anhauen. Das finde ich richtig genial. Boah, wie sieht das doch mal geil aus hier in einer Gewitterwolke. Das sieht doch auch mal richtig geil aus. Oh, wir sind aber schon wieder Vierter. Okay, ist mir gar nicht aufgefallen. Ui, beinahe in den Blitz reingefahren. Aber nur beinahe. Bam, und der hat mal richtig gesessen an den Bowser. Der hatte mal richtig gesessen. Okay, das war schon die erste Runde, okay. Das ging jetzt ein bisschen schnell, fand ich, aber gut. Das muss ja nichts heißen. Ah, unsere Boomerang Flower. Die Boomerang Flower. Und da wurde einer mit einem Stachel getroffen. Finde ich ganz gut. Vor allen Dingen, wenn wir hier drei rote haben. Ja, wobei jetzt nur noch zwei, aber dafür den einen wohl getroffen. Oh. Das gibt's nicht, ey. Das gibt's nicht, ey. Dass ich an jeder Wand da anhaue, das gibt es echt nicht. Oh, es ist übrigens, wie heißt sie nochmal? Ja, genau, Wendy. Wendy, die Zweiter ist. Und wahrscheinlich unsere Konkurrentin sein wird. Interessant. Ich bin ja nicht so ein Freund von der, ehrlich gesagt. Die konnte ich noch nie wirklich ausstehen. Aber gut, wer weiß. Wir werden auf jeden Fall mal einmal mit ihr fahren. Ich habe ja vor, mit jedem Charakter einmal zu fahren. Und der ist für dich. Das war jetzt auf jeden Fall eine Genugtuung. Auf jeden Fall, was soll ich zu der Strecke sagen? Die ist auf jeden Fall auch mal sehr imposant gestaltet. Ach ja, dich gibt's ja auch wieder. Das ist echt nicht schwer, dich zu verdrängen, ehrlich gesagt. Das ist echt nicht schwer. Weil du einfach nur nervig bist und mir jetzt wahrscheinlich den ersten Platz verhauen hast. Vielleicht sogar auch den zweiten. Aber anscheinend habe ich das jetzt eher drauf. Wow. Jetzt bin ich nur Vierter. Was geht denn da jetzt ab hier? Ich dachte, ich wäre gerade mit meinem weiten Vorsprung Erster. Nein, wohl nicht. Aber der ist schon wieder Bowser, okay. Vielleicht ist auch er der Rivale. Oh, aber der ist vom Blitz getroffen worden. Das ist doch sehr, sehr gut. Ich glaube mal, dann sieht das doch wieder gut aus. Ja, aber gut, ich gewinne im Moment ja eigentlich nur, weil die halt die ganzen Fehler machen. Und ich dann halt das Glück habe, dass ich dann im richtigen Moment dann an erster Stelle stehe. Aber gut, wer weiß. Ich denke, mit dem 150-Modus wird das anders ausgehen. Aber gut, dann kenne ich ja die ganzen Strecken schon. Aber das wird dann auch nicht ganz so einfach werden. Aber nein. Wird dann gar nicht einfach werden. Okay, Zeit für den nächsten, für die nächste Strecke, die wir schon haben. Und das wäre, ach, das ist diese Knochentrockendünen. Okay. Die erinnert mich spontan an dieses eine Level aus Rayman 3, Hoodlum Her Walk. Und zwar diese Wüste der Knarren. Ich weiß, da wird sich die meisten fragen, was erzählt der da für einen Unsinn? Weil ich denke mal, das kennen nicht so viele. War ja mein erstes LP. Was ja nicht ganz so gut ist.
was eine Umschreibung ist für, ist es eigentlich richtig, richtig schlecht. Aber gut. Oh, mir werden Münzen zugeworfen. Ja, danke schön. Ja, da werde ich noch schneller dadurch. Wenn ihr mir Münzen zuwirft, ist das gut. Aber wenn ich die in den Itemboxen kriege, dann finde ich das blöd. Bisher finde ich, was diese Dünen anbelangt, erinnert das auch so ein bisschen an, an die Yoshi-Strecke da aus dem Wii und DS-Teil, nämlich die Yoshi-Kaskaden. Aha, jetzt machen sie mal ein bisschen noch was komplett anderes rein, okay. Ah, da hoch komme ich jetzt nicht mehr, werde ich mir gleich merken und wieder erstmal den Scheinwerfer anmachen. Damit wir auch in der Höhle eine bessere Sicht haben. Oh, hi, Knochen trocken. Das scheint mir ja, als wäre er kein Fahrer mehr. Das fände ich ja echt, fände ich etwas schade, wenn er kein Fahrer mehr ist, weil ich bin eigentlich oft gerne mit ihm gefahren. Oft und gerne. Meine deutsche Sprache ist schon wieder richtig gut, dänische Ware. Ist gut zu lernen von mir, müsste man sich merken. Nein, war ein Scherz. Aber trotzdem, ja, meine Grammatik lässt ein bisschen was zu wünschen übrig gerade. Das gebe ich offen und ehrlich zu. So, immer mal schön hier die ganzen Wege auskundschaften. Wir wollen ja alles hier erkunden. Wobei ich glaube, der Weg ist der deutlich bessere, weil hier gibt es viele Hügel und da wird man auch noch schneller hier. Ich glaube, der ist echt nicht so. Aber ich glaube mal, da kommt man dann da besser hin, ne? Nein. Betone, man kommt da nicht besser hin. Aber wenigstens wurde ich jetzt von diesem... Da ich den Weg genommen habe, wurde ich nicht von dem roten Panzer getroffen. Genau, das wollte ich sagen. Das wollte ich sagen, okay. Nur weil ich keinen Gegner sehe, heißt es nicht, dass wir schon wieder im... dass wir einen großen Vorsprung haben. Und ich sollte echt mal mir merken, dass ich früher in die Kurven reindriften muss. Und wenn ich es, wenn ich merke, es ist zu spät, dann soll ich es einfach lassen, weil dann komme ich viel besser dahin, als wenn ich das dann merke und so. Und ja, ich weiß schon gar nicht, was ich hier rede. Das Einzige, was ich nur will, ist, dass ich das hier schaffe. Im First Try am besten, weil dann muss ich das nicht nochmal machen, aber ich denke, beim 150 Cup oder vor allen Dingen im Spiegelmodus werde ich das definitiv nochmal machen dürfen und jetzt werde ich da hinkommen. Ja, oder auch nicht. Ja, den Weg werden wir uns dann später irgendwann mal angucken. Vielleicht habe ich nicht, braucht man da auch einen Pilz oder so oder eine Blume, nicht eine Blume, einen Stern. Auf jeden Fall, solange wir das geschafft haben, ist es ja ganz gut. Ja, und der Abstand war eigentlich nicht so schlecht zu dem zweiten EG. Aber gut, besser so, als wie, dass ich halt das nochmal machen muss. Okay, Zeit für die nächste Strecke. Was ist eigentlich diese Sterne da oben, wo ständig 0 von 6 steht? Ich glaube, wenn ich das nächste Rennen mal absolviert habe, gucke ich da gleich mal. Aber jetzt kommt, glaube ich, eine harte Strecke. Jetzt kommt doch, glaube ich, das Bowser Castle, ne? Das ist ja eigentlich Standard, dass die vorletzte, ja, das ist auch ein Bowser Castle. Bowsers Festung. Und diese Bowser-Statue sah mal richtig nett aus. Das war richtig nett. Okay, drittes Rennen. Ja, was kann ich zu den Bikes sagen eigentlich? Ja. Vielleicht werde ich es nochmal nehmen, aber dann nehme ich dann doch lieber demnächst was anderes. Okay. Ich weiß gar nicht, ob es hier auch noch diese scharfdriftenden Bikes gibt, die es ja im Vitae gab. Oder ob das jetzt hier ein scharfdriftendes Bike ist, weil bei den scharfdriftenden Bikes war das ja so, dass man halt früher da hingehen muss. Und das war richtig geil von mir. Und das war mir auch schon bewusst. Das war mir auch schon klar, dass ich da jetzt gegenfahre. Wenigstens treffe ich noch die Gegner. Oh ja, das sieht ja mal richtig nett aus, finde ich. Also dem möchte ich ehrlich gesagt nicht begegnen im Dunkeln dieser riesigen Bowser-Statue, ehrlich gesagt. Aber es sieht echt mal wieder richtig geil aus. Überall Feuer, überall Lava. Das ist das, was man sich in einem Bowser Castle wünscht. Und das kriegt man auch hier. Und auf dem vierten Platz kriege ich 3 Pilze? Okay. Habe ich natürlich nichts gegen einzuwenden. Aber trotzdem erstaunt mich das schon so ein bisschen. Das fühlt sich auf dem vierten Platz, auf dem dritten, nee, vierten Platz, drei Pilze kriege. Gut. Und noch einen auf dem ersten Platz. Ich glaube, den verwahre ich mir lieber nochmal. Wobei, das hat sich jetzt erledigt. Jetzt werde ich ihn einsetzen. Weil mit so einem Pilz kann man ja auch ganz einfach das abwehren. Und Alter, was geht denn hier ab, ey? Ständig falle ich da runter. Ständig falle ich da runter.
Treffer, jawohl, das ist ein Treffer. Die Daisy kriegt's ab. Wow, und das war so richtig knapp. Peiner wäre ich da getroffen, wäre ich das schon gepuncht. Um das mal so zu sagen, wäre ich richtig gepuncht. Boah, echt, der überall... Nein, nein, nein! Ja, natürlich, ne? Ich dachte, wir sind im Offline-Modus und nicht im Online-Modus. Normalerweise gibt es solche Dreistigkeiten eigentlich nur im Online-Modus. Muss man mir mal sagen, dass wir jetzt dann doch im Online-Modus sind, weil das sah schon sehr nach Online aus, fand ich. Ich fand, das sah sehr nach Online aus. Naja, was soll's. Wir haben uns jetzt wieder den ersten Platz zurückgekämpft, aber das wird hier nicht einfach werden, so wie es hier abgeht. Wow, diesmal haben wir es geschafft. Ich wollte schon wieder nach links driften, aber dann habe ich doch nochmal zurückgezogen. Und langsam frage ich mich, was ich hier überhaupt für Müll kommentiere. Aber ich denke mal, man merkt, wie das hier abgeht. Man merkt ja echt, wie das hier abgeht. Ey. Wow, wow, ja gut. Es ist okay. Wir sind noch Erster und besser so, als wie wenn ich in die Lava fallen würde. Okay. Ja, ich brauche keine scheiß Münze. Auf die habe ich echt keinen Bock mehr. Ich habe 8 Stück, das wird mir sogar reichen, wenn ich schon so im Ziel bin. Und die werde ich auch wohl bekommen. Aber echt, ein sehr imposantes Bowser Castle. Echt, der, also... Das hat echt Stil gehabt. So, und dann geht's jetzt noch zur Rainbow Road. Ja, da kann ich schon sagen, die ist... Naja... Was ist das jetzt eigentlich, wenn ich hier... Ach so, die kann ich auch so bewerten, die Strecken. Keine Ahnung, was das ist. Wenn ihr das wisst, könnt ihr mir jetzt in die Kommentare schreiben. Kann man so 6 Strecken auswählen, die man dann als Favoriten kennzeichnet, oder... Ich weiß es nicht. Da bin ich gespannt, wenn ihr mir das in die Kommentare schreibt. Auf jeden Fall, Zeit für die letzte Strecke im Spezialcup. Der Regenbogen Boulevard. Gut, es sieht natürlich sehr imposant aus, finde ich. Aber ja, das, was ich so gehört habe, ist, dass der jetzt nicht ganz so toll sein soll. Ich bin den auch mal im Online gefahren, aber irgendwie sah der ein bisschen anders aus. Kann das sein? Hm. Naja gut, vielleicht habe ich mir das auch nur eingebildet, aber naja, also ich fand, der sah schon ein bisschen anders aus im Online-Modus. Naja, egal. Okay, ja, die klassische Rainbow-Musik, wie... Ja, doch, es ist ungefähr die klassische Musik. Aha, und jetzt bringt sie auch schon sowas hier rein. Solche Förderbänder wie in Toads, Toads Fabrik aus dem V-Teil. Aha, mit zwei Etagen. Sehr interessant. Aha, sieht ja sehr interessant aus hier auf jeden Fall. Und schon wieder diese dämliche Münze, ey. Ich habe langsam keinen Bock mehr drauf. Langsam nervt's. Boah, aber wie das hier echt abgeht hier, das sieht ja echt geil aus. Und ja, es ist doch so geil. Wenn ich eine Münze kriege, dann kommt natürlich eine rote. Ein roter Panzer. Das ist natürlich so geil. Das stinkt mir echt langsam im Himmel. Ja, würde ich eine Banane kriegen, dann hätte ich ja nichts dagegen einzuwenden, wenn man nicht so viele kriegt. Wenn sich das immer schon abwechselt. Und das war jetzt blöd von mir. Das war jetzt richtig blöd von mir. Naja, gut. Es sieht natürlich gut aus, aber ja, so, wenn ich häufiger Erster werde, dann ist das eigentlich schon ganz gut. Ich möchte nämlich nicht das nochmal machen. Wie in dem einen da. Na gut, mein Ziel ist natürlich immer Erster zu werden. Der Rang ist mir erstmal egal. Aber irgendwann möchte ich schon natürlich überall 3 Sterne haben. Das ist nicht so schwer. Das ist mir auch schon da gelungen. Und dieses Item ist absolut Gift in dieser Strecke. Finde ich. Das kann man so gut wie gar nicht hier einsetzen. Weil man immer droht, runterzufallen mit diesem Ding. Okay. Okay, bisher sieht es ja eigentlich ganz so weit in Ordnung aus, aber wir sind noch Zweiter und ich möchte noch Erster werden. Das hätten wir uns verdient. Aber nicht, wenn wir ständig diese dämlichen Coins kriegen. Das könnte man auch so machen, wenn man wenn man alle 10 Coins hat, dass das doch vielleicht dann aufhört. Weil jetzt wäre jetzt nicht diese Rampe, wäre ich schon wieder von so einem blöden Dings getroffen. Und das nervt einfach, finde ich. Das nervt richtig. Das nervt richtig.
Ich treffe dich schon. Nein. Ich sagte, ich treffe dich. Aber ich brauche jetzt mal ein besseres Item, wenn ich ehrlich bin. Fünfter? Wie kommt das denn auf einmal? Ich gucke gerade, warum bin ich Fünfter? Ja, schön die Kurve eng schneiden. Und das ist übrigens die letzte Runde. Das lief jetzt nicht so ganz, wie ich es gedacht habe. Auf einmal waren wir Fünfter? Hab ich gar nicht bemerkt. Ja, das ist natürlich auch so eine Sache, die nervig ist. Und ich denke mal, ich werde dann nicht mal die 3 Sterne kriegen. Werde dann wahrscheinlich höchstens einen kriegen. Naja, was soll's. Aber Mario hat, finde ich, gute Dienste geleistet. Sehr, sehr gut. Ja, dann sind wir eigentlich schon wieder durch für diesen Part, wenn es euch mal wieder gefallen hat. Hoffe, ihr schaltet auch nächstes Mal wieder ein von Mario Kart 8. Und ja, ich will offscreen natürlich jetzt noch diese beiden Cups wieder richtig machen. Im nächsten Part geht es dann in den Online, also in die Offline, in die Retro-Strecken-Cups. Die werden bestimmt auch wieder ziemlich lustig werden. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, hoffe ich, ihr schaltet auch wieder ein. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Aber jetzt möchte ich natürlich noch meinen Rang wissen. Und erst dann werde ich euch auslassen. So, der Rang im Spezialcup. Es ist 1 Stern. Naja. Und wir haben einen weiteren Charakter- und Fahrzeugteil freigeschaltet. Sowie ein Stempel. Das möchte ich natürlich auch noch wissen, wer das ist. Und dann sind wir durch für heute. Aber ich finde es auch geil, dass sie auch wieder die 12 reingebracht haben. Das ist echt... Wird zwar zuweilen chaotisch werden, aber... Naja, ne? Okay, es ist Baby Rosalina. Ah, ja. Und das K-Teil ist was? Das Flammenbike. Boah, das sieht ja mal episch aus. Das werde ich bestimmt auch mal nehmen. Auf jeden Fall, bis dann. Und tschüss, euer Jake.